So, die Waffe ist auch sehr schön gegen Infanterie. Danke, dass du schon wieder Granaten auf mich werft. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich freue mich schon. Ich freue mich schon wirklich auf mein Spiel hier am Ende noch. Vor allem, wenn ich abends spiele, macht das ja so, man so ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann so schöne Laune hat dazu. Ja, komm, ich verreck gleich. Ich verreck dir auch noch, weil hier so eine schöne... Ich meine, ob ich mich wirklich noch umentscheide, diese Missionen alle auf leicht zu spielen. Weil man kann wirklich, was man dann bei anderen Spielen als schwer ansieht, kann man hier als leicht ansehen. Nee, als was man bei anderen Spielen als leicht ansieht, kann man hier als schwer ansehen. Sagen wir es mal so. Also, ich nehme vorne als so ein Spiel für dich, was relativ schwer gemacht worden ist. Explosivmunition, die nehme ich natürlich gleich gerne. Aber jetzt auch andere Granaten? Nee, leider nicht. Normale Munition. So, meine Freunde, und jetzt geht man ein bisschen zurück hier. Die Waffe hat einen schönen Flächenschaden und jetzt setzen wir ein bisschen Bums hier reinhauen. So, wo warten die nächsten auf uns? Ich kann auch gerne mal mit schlagen, er haut dann nach Haus. Ja, da fand ich so eine tolle Idee mit dem Schlagen. Man merkt, dass ich mich gerade nicht wirklich so auf das Spiel konzentriere, glaube ich. Komm, wir jumpen nochmal mittendrin ab. Da haben wir nochmal so eine nette Zone, immer die Beine hochnehmen. Könnten wir genau da landen, wo wir landen wollen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das. Ich habe so eine brauchbare Landung. Das war eine perfekte Landung, oder? Eigentlich, meiner Meinung nach. Du kommst jetzt nicht hier rein, da muss jemand einen Faust geben. Boah, ist der... Ich glaube, der hat das Fliegen gerade gelernt. Und, hallo. Yeah! Oh, er lebt immer noch. Okay, mit der Faust weggebasht. Hat er verdient. Price? Captain Price soll das Insider sein? Was hat EA mit Activision am Hut? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich verrecke das wieder. Oh, ich glaube, die wollen nichts mehr von mir. Natürlich, die anderen natürlich. Die wollen wie immer was von mir. Stell ich die Leiche von denen. So, jetzt haben wir mal so ein... Da ist der! Feindliche Infanterie! Da kommen sie! So, jetzt brauche ich auch immer eine Waffe. Das ist eigentlich auch nicht gut. Die Waffe kann ich jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber auch nicht als gut. Das ist eine Sache dabei. Ich bin irgendwo an den rumliegen. Wir müssen die Gärten säubern! Boah. Ja, komm. Werft hier eine Granate, ihr wisst ganz genau, dass ich das nicht abkann, ne? Aber so die Deutschen halt feige Schweine und müssen Granaten werfen hier im Spiel. Das ist unglaublich. Schon wieder. Nein, du wirst mich jetzt nicht bashen. Zum Schweine hier. Das ist der Beobachtungsturm. Wir müssen rein. Gibt's doch nicht, ey. Warum liegt eine andere Waffe? Die hier ist jetzt nicht so dafür gedacht. Dann benutzen wir wieder unseren kleinen Trick. Gut, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Jetzt ist er tot. Oder verärgert ein bisschen. Schon noch einer? Nee. Haben wir schon. Ja! Ich will auch wirklich erzählen, dass der aus seinem kleinen Loch bisher eine Nade geworfen hat, oder? Also. Es grenzt ja schon an Wahnsinn. Durch. So, den einen haben wir schon mal. So wie ich meine Granatenfreunde aber kenne, werden sie wohl gleich wieder zurückwerfen. Danke, 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 danke. Oh, ich könnte mal was von mir fressen, das kommt gleich alle rausgerannt. Gar nicht getroffen. Ach, scheiße. So, ich bin mal gespannt, wie die jetzt reagieren. Leben sie denn noch oder... Ne, die leben noch. Bis zum geht nicht mehr. Scheiße. Headshot. Eierschuss. Ja. Nein, nein. Schon wieder. Wieder durch das Wahnsinn. Mein Gott. So, ich krieg jetzt auch mal, endlich mal wieder Maschinengewehr hier in die Hand gedrückt. Das war Zufall, dass der jetzt um die Ecke kam.
Hilfe! So, komm mit mir die Scheißwaffe. Mein Gott, ey, die übertreiben auch kein bisschen, ne? Also mir da vorne, ich kann mich auch daran erinnern, das alte und diese schöne Melodie von Megafauna, falls man die da hört, das ist das typische Megafauna-Geräusch. Schöne Musik. Und ist hier irgendwann auf dem Klo? Also damals haben die sehr auf Details gedacht. Da gab es zum Beispiel bei einem anderen Spiel von Megafauna, dann ist man in so einer, wie soll ich das erklären, in so einer Art, kommt da einer? Nee, ich glaube nicht. Da oben ist zwar einer, aber der kommt nicht. Oder kommt der? Verarschen. Jedenfalls, da gab es so eine Art Schleuse und da ist halt, sind auch Toiletten gewesen. Und ihr müsst euch vorstellen, auf der Toilette war jemand, man kommt so rein, der pinkelt, man hört richtig wieder pinkelt, vor allem der pfeift da so. Dann kommt man so auf die Toilette, macht die so auf und dann sticht der Typ den einfach so ein Messer im Hals und so. Also richtig, damals, für damalige Verhältnisse war das auch schon wirklich sehr geil. Also, was die damals geleistet haben, da konnte Call of Duty sich meistens schon eine Scheibe abschneiden von. Ich finde es sogar so schade, dass die heutzutage nur noch modernen Krieg machen. Das passt einfach nicht mehr. Die Markenzeichen von den Spielen waren was ganz anderes. Die haben damals immer Weltkrieg gemacht und dann haben sie angefangen mit dem modernen Krieg. Und dadurch haben die sich, glaube ich, ihr Image auch kaputt gemacht, zum Beispiel Megafauna. Da gab es jahrelang kein Spiel mehr und dann fangen die mit dem modernen Krieg wieder an. Also wenn ich was zu sagen hätte bei EA, beziehungsweise bei den eigentlichen Entwicklung von diesem Spiel, dann würde ich auf jeden Fall sagen, macht wieder Weltkrieg. Also das würde bestimmt auch Call of Duty wieder komplett runter hochziehen, wenn die richtig geile Grafik ein neues Weltkriegsspiel machen würden. Das gibt's kaum noch. Und oh. Da kommt wieder so schöne dramatische Musik. Ich hoffe mal, dass die, aber normalerweise dass die mir alle recht geben. Ich denke mal, da wird sich auch keine Probleme haben, dass ich irgendwie ein GEMA oder so. Die Musik wird ja für die extra gemacht worden sein, also kann ja GEMA gar nicht. Ich kann mal nach Hause gehen. Bevor wir, wenn auch welche Sport da haben. Tätig mit die Waffe, die ich meinte, mit Toms. Ich meinte keine Toms, ich meinte eigentlich etwas anderes. Vielleicht ein Scharfschützengewehr? Hallo? Scharfschützengewehr? Bisschen fail die Textur. So, rennen wir jetzt auch mal runter hier. Und nach dieser Mission werden wir auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen. Da sonst meine Nerven wirklich strapaziert sind, bis zum Geht nicht. Mein Gott, ey. Mein Verlass auf meine Thompson, ey. Die Thompson, dein bester Freund, ehrlich gesagt. Das ist. Toll, jetzt habe ich mir ein Eigentor geschossen. Komme ich da irgendwo durch? Muss ja irgendwie hier hinkommen. Kann ich irgendwie durchs Dickicht rennen und dann komme ich da hin? Ja, das funktioniert tatsächlich nicht. Ah doch, ich kann hier abkürzen, dann komme ich da eigentlich hin, wo ich hin möchte. An alle Einheiten, laut Tech Corporal Riesenburger ist das Antennenrelais immer noch funktionstüchtig. Dieser Cheeseburger, das ist da hinten ein Riesenburger, aber okay. So, dann muss ich den Typen auf den GEMA holen. Doch, der weiß gar nicht ganz. Es wird jetzt spätestens aufhören zu schießen, wenn ich merke, dass. Granate, Granate, Granate! Oh. So, ist hier noch einer? Den haben wir auch schon mal erledigt. Und jetzt sollte man kurz mal ein Becken hier drin, die nachladen. Kurz mal kratzen und so. So, jetzt werden wir gleich wieder gebashen mal raus. Oh, hast du mich erschrocken, Alter. Herrlich, da sollte ich mir meine Granaten ein bisschen ausprobieren. Von da hinten lohnt sich das jetzt richtig schön und ich bin gleich tot. Stecke ich. Da habe ich jetzt gerade wirklich ein bisschen guten Schuss gemacht. 3 Kills mit der Granate, ist ja nicht schlecht. So, der versucht doch trotzdem noch zu verteidigen, also sehr, sehr. Die haben sehr, sehr viel für ihr Fahrtenrand getan, glaube ich. Das wirklich damals so ist. Ich denke mal, die Spiele beruhen wirklich auf Zeugenaussagen. Das aber auch wieder Spiel für sich spricht auf den Aufwand. Ich kann mir damit nicht vorstellen, dass ich mal sowas ausdenken kann. Das wird schon alles auf wirkliche Tatsachen beruhen. Aber dann wird es später noch eine Menge sehen, die wir sehen, deren Originalaufnahmen in einer zugelegt bekommen. Das ist bei Megafauna immer ein Extras mit dabei, wenn man das Spiel durchgespielt hat.
Da können wir uns auch noch drauf freuen, falls das jemand interessiert. Ich werde trotzdem aber mal vorstellen, wenn wir jetzt ja das komplette Spiel vorstellen und mir keiner erzählt kann, ey, du hast es vergessen. Mein Gott, komm, den letzten wollen wir uns auch noch da hinten. Wenn wir die beide hintereinander sitzen, ne? Oh, da komme ich nicht hier in starkes Gewehr hier. Damit ihr ja zufrieden seid und noch wirklich sterben wollt. So, ab nach oben. War das jetzt wirklich schon die Mission oder bin ich ein bisschen falsch? Ich höre auch noch welche Stimmen. Die letzten Verschanzen. Komm, komm, komm. So, den haben wir. Liegt der eine immer noch? Nee. Noch einer. Komm, den besten wir jetzt im Endkampf mit Zeitlupe. 20 Schuss Magazin. Ja, das bringt mir jetzt auch sehr viel. Das Tolle müsste ich auch mal updaten, ne? So.